180 Punkte. Ich war am Volksfest, da habe ich eine kleine Dartscheibe gewonnen. Die habe ich dann 2 Wochen lang gespielt. Die ist dann kaputt geworden. Dann habe ich zu Weihnachten eine richtige Dartscheibe bekommen. Und dann die habe ich 1 Jahr lang gespielt. Dann ist die auch kaputt geworden. Und Fußball zählt eigentlich dazu, dass ich so erfolgreich geworden bin, weil ich war im Fußballtrainingslager. Ich spiele immer noch Fußball und da hat mein Papa seinen Freund getroffen, der hat Dart gespielt und da bin ich mal reingegangen, habe mal geworfen und alle haben geschaut. Und so bin ich dann zum Dart gekommen. Der wichtigste Sieg war letztes Jahr in Slowenien Europameisterschaft. Gegen Asia Maria habe ich gewonnen. Das war mein wichtigster Sieg, weil sonst wäre ich jetzt kein Europameister. Mein bestes Leck ist 11 Darter, habe ich schon 3-mal geschmissen. Bin knapp am 10er vorbei. Ja. Also ich möchte in Zukunft möchte ich konstant meine 6., 7. Runde spielen und wenn ich dann 16 bin, PDC spielen und vielleicht mit dem Dart mein Geld verdienen können. Also am Tag in die Ferien trainiere ich 6 Stunden, in Schulzeit oder Wochenende trainiere ich 3 Stunden, aber wenn Schulaufgaben sind oder so, trainiere ich 1,5 Stunden. In der Woche kann ich jetzt nicht sagen, wie lange das ich trainiere, das habe ich noch nicht gezählt. In der Schule bin ich der zweitbeste von diesem Jahr gewesen, also von unserer Klasse, habe ich einen 1,68er Schnitt gehabt.